Ja. Halli, hallo, Hallöle, wir sind's. Damit willkommen zum März-Livestream und zwar zum zweiten Teil. Exakt, so ist es. Und wir haben Rollen getauscht. Also irgendwo haben wir eine Rolle rumliegen. So eine Gymnastikrolle. Die haben wir jetzt gerade getauscht. Und deswegen sitzen wir auch andersrum. Genau. Und deswegen fährst du Bus. Genau. Der da ist. So, wie komme ich jetzt in den Bus rein? Mit F1. F1. Das musst du E drücken. Also wenn er um sie reagiert. Jetzt vielleicht. Jetzt drücke ich E. Genau. Jetzt musst du M lang drücken. Muss ich dabei die Kupplung gedrückt halten? Nee, das ist ein Automatikbus. Da komme ich gerade noch ran. So. Jetzt mache ich dir mal Licht an. So. Und ansonsten, ach so, den Rest kümmer muss ich dich mal bitte um den Schnack. Nein, den Drucker kann ich nicht. Nein, den Drucker kann ich nicht. Vielleicht 1, 2, 3, 4. Finde ich gut. Den Drucker kann ich nicht. Stimmt, die Rollen vom Stuhl haben wir auch getauscht. Ja, ja. Die haben wir auch getauscht. James weiß gerade, was ich denke, oder? Funktion. Ibis. So, ich mache einfach mal so Learning by Doing. Ibis, ne? Luisa fährt Bremen, mein Leben ist für vollständig. Ich habe das coole Ding. Das finde ich besser. Das finde ich besser, ne? Das hat der James auch mal drin. Gut, dass das funktioniert. Den Drucker kann er nicht. Den Drucker kann irgendwie niemand. Ihr seid super. Danke für ihn. Ihr seid auch super. Nö, keine Ahnung. Yay, es geht weiter. Wenn der Mod sich freut, dass es weitergeht. Ja, warte mal. Ich komme damit nicht so klar. Drucker. Ja. Auch gerne den anderen. Die nicht. Sachen, die ich verstehe. Ja, Tatsache. Ist die haben den Drucker gemacht. Genau. Die cool. Aus Karlsruhe. Echt jetzt? Ja, die haben den gemacht. Cool. Kann man einer das Hast so du dich dort nicht auch beworben? Tatsache. Und die wollte ich auch haben. Ja. Funktioniert das jetzt? Keine Ahnung. Umlaufeingabe, wo die Verspätung steht, klicken. Danke, James. Danke. Umlauf. 0760001. Sieht doch gut aus. Gut. So, mach mal kurz F4. Mach mal kurz F4. Oh, das ist der laut. Ist aber die auch so laut auf dem Kopfhörer? Nö, es geht. Okay. Bei mir ist immer, also, ne? Oh. Auf den Kopfhörern ist lauter. Falsch rum. Okay, wir müssen halt nochmal. Einmal wenden? Nee. Auch in der Back ist wahrscheinlich falsch, ne? Bahnhof Fehlgesagt müssen wir da eigentlich eingeben. 002, okay, jetzt habe ich es verstanden. Umlauf, kann ich eins löschen? 2. Wunderbar. Genau, das muss einmal wenden. Und zwar jetzt bitte Bremse durchtreten. Gang einlegen mit D. Ich kann auch hier, ich lege den da ein. So. Ich löse die Feststellbremse und dann kann man losfahren. Einmal wenden, bitte. Was ist der laut, ey? Wie kann man den Drucker wechseln? Das steht im Handbuch. Der Bus fährt aber ganz schön schnell auf dich zu, da. So, da diese Dinger sind statisch, da kann man nicht dagegen fahren. Die sind Lava? Ja, die sind Lava. Cool. Wie der zweite Wagen, den wir deswegen nicht haben. Die sieht auch ganz gute Sache. So, wenn wir uns noch einmal so da drücken, dann ist alles komplett. So. Dann sind wir zufrieden. Wunderbar. So, die Haltestelle ist, wenn du da rausfährst, gleich links nach der Kreuzung. Oh, der klackt so cool. Ich sollte bei der Druckerabteilung. Warum? Warum soll ich in der Druckerabteilung arbeiten? Soll ich deine Sicht machen oder machst du das selber? Ich kann das versuchen, selber zu machen. Ich kann ja drücken. Okay, ja. Kommt ja. Von links ein Auto. Ja, exakt. Ach, dem ist frei. Wunderbar. Das muss man nachher mit dem Ibis Plus nehmen. Ja, ich fahre den so selten. Soll jetzt dann genau einmal... Er hat ehrlich Vorfahrt, genau, weil er noch rechts abbiegt. Aber er beeilt sich sowieso. Sonst können wir noch ein bisschen heizen ohne Fahrgäste. Ja. Leben. So, da vorne sind dann exakte Dimension. Ich habe 3% Akku, jetzt mal überlegt, Ladekabel zu suchen. Ja, falls Sie diesen Stream länger genießen wollen, wäre das ganz sicher. Ich sollte dann lieber Rangierbegleiter werden. Ne? Das ist eine gute Idee. So. Eigentlich ist alles ganz normal, wie immer. Genau. Ja, wenn keiner hinten will, dann
Guten Tag. Mahlzeit. Sagen die das dann in Bildende Kunst auch? Und das ist übrigens kein Haltewunsch, nur wie das ist das Abfertigungssignal, dass du abfahrtbereit bist. Okay. Also von daher nicht. Du bist die 76, weil jemand hat sich vor die 75... Warum guckt die Straße so? Macht das? Das ist normal. Okay. Am Knick. Geil. Das ist besser verstanden als ich. Jetzt bist du vielleicht einen Ticken weit rechts, aber geht. Ist halt eng hier. Also ist für das Wohngebiet. Achso, ist ein dynamischer Hilfspfeil. Das heißt, du musst einfach immer den orangenen Pfeilen folgen. Und es ist sehr eng und sehr schwierig eigentlich, von daher. Aber ich wollte ja nicht den Doppelgelenkbus nachher, ich schau mal für dich da rein. Das ist gut. Ah, ist eh frei. Wunderbar. Der Spiegel ist oben ganz gut eingestellt. Guck mal, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Und der Bus kommt gut aus dem Knick. Haha. YouTube macht krass Akku leer. Ja, YouTube muss halt immer Bildschirm anhaben. Und YouTube muss tun, was YouTube tun muss. Autoheizung ist eine gute Idee. Soll ich mal die Autoheizung anmachen? Mach ich, wenn du nachher irgendwann mal stehst irgendwo. Ja, gar nicht mehr. Okay. Am Knick. Josh, magst du, wenn der Zugbegleiter pfeift? Weiß ich nicht. Ach, du bist jetzt doch meine Tür. Ja. Oh, Frau. Ach, die Autoheizung ist an. Autoheizung ist an. Moin. Da. Ich bimst deine Tür. Aus dem Knick. Er ist auch ein An Solo, der nächsten das stimmt. Kreuzung habe ich Vorfahrt. Das ist richtig. Ich muss, glaube ich, nicht abbiegen. Also wir gucken auch mal gar nicht in die Kreuzung rein, weil wir haben ja eh Vorfahrt, oder? So. Ich habe Vorfahrt. Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Bei Omsi ist immer so schwierig, aber Schnabbi macht ganz schön Sicht, ne? Boah, ich habe da auch keine Probleme mit. Stimmt. Kollege. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Genau, wunderbar, sehr gut gemacht. Ich hoffe, ich habe den Baum nicht rasiert. Nee. Also Baum ist egal, schlimm sind Laternen. Laternen haben Collision im Gegensatz zu Bäumen. Die Laterne. So ist es. Nee, die Laterne darf keiner erwähnt werden, das freut sie bestimmt. I-Bims, ein krasser Mercedes-Bus. Nein, I-Bims, eins MAN. Nein, hinter dem Bus ist ein Mercedes gewesen, den fand ich cool. Ach, guck mal, wie den süßen Feder, den hatte ich auch auf meiner Kriefradfahrt. Das reimt sich. Achso, apropos James, habe ich das schon erwähnt oder noch nicht? Ich habe deinen Vorschlag gelesen und habe mir das für die Folge notiert. Nö, wenn nichts ist, dann einfach weiterfahren. Haltewunsch ist nicht. Okay. Das sieht man eindeutig an so einem Haltewunsch-Dings. Josh ignoriert mich immer. Du sendest meine Nachrichten. Ja, ich ignoriere gerne Sachen. Hallo? Ja, es lädt gleich. Ich kann nichts dafür. Okay. Ich kann nichts dafür, so. Ja. So, da musst du genau da ein bisschen gucken. Ich hab da mal dein Spiel so eingeblendet, dann ist das wunderbar. Sie fährt gut. Sie fährt sehr gut, soll ich ihr ausrichten. Dankeschön. Da bin ich gespannt auf die Folge, ja. Ich hab mir das tatsächlich mal, ich hab mir heute noch im Zug auf der Heimfahrt noch gedacht, das wäre eine sehr gute Idee für eine Folge. So, ich bin's deine Tür. So. Ihr müsst sein, wenn der Bus zu laut ist, weil ich hab das leider nicht mehr im Gehör. Moin. Guck mal, der hat in den Spiegel geguckt. Moin. Da beobachtet dich einer. Wer beobachtet dich? Guck mal in den Spiegel. In den Mittelspiegel. Was tut der? Er guckt Busfahrern gerne über die Schulter. Und ja, das mit dem Eng, das wird irgendwann besser. Irgendwann ist es nicht mehr ganz so eng hier. Das wird irgendwann besser. Der creept mich. Okay. Ja, der creept tatsächlich ein bisschen. Bitte während der Fahrt nicht mit der Fahrerin sprechen. Ja. Ganz wichtig, Fahrerin. Ich weiß gar nicht, bin ich ein Mani oder bin ich kein Mani? Nee, du bist ein etwas bubihafter Mani. Okay, dann bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, ja? Wir müssen aber tatsächlich immer gucken, ob uns da vielleicht nicht ein anderer blasser, dünner Fahrer entgegenkommt. Ist das, glaube ich, tatsächlich sogar drin, Schnuffi. Muss man mal gucken, ob da ist. Ich habe das nur gelesen, dass das so sein soll. Das was? Dass da ein blasser, dünner Fahrer einem entgegenkommen sollte. Blasser, dünner Fahrer? Ja, ein blasser, dünner Fahrer. Bömi. Zum Beispiel. Habe ich gehört. Das ist kein Haltewunsch, das ist das Abfahrtssignal. Mich irritiert es auch jedes Mal aufs Neue. Ja, die überlegt gerne mal ein bisschen. Kennt ihr den LE Business? Ja, nun die mit gefahren, aber wir haben eben im Busquartett. Den hatte uns der MB Citaro mal gemacht. Nee, der Citaro 2. Hm. Ja. Ist ja vorsichtig mal da. Boah,
die Richtung bin ich noch nie gefahren. Okay, das passt. Da kann man heizen. Heiz mal durchschnuffeln mit deinem Void-Getriebe. Heizen, das ist aber kein ZF, ne? Nee, Void. Ja, jetzt bist du genau. Yoshi, mein einziger Freund. Oh. Echt? Herz vorzuheben sind dabei vor allem Iaia. Habe ich gar nicht gelesen. Cool. Danke. So. Ist mit dem Engwit irgendwann besser? Ich vertrau mir da. Passt doch. Ist doch alles gut. Ist mit Ebeling See geschafft, das finde ich gut. Ich habe das auch nach irgendeiner Zeit mal geschafft. Ich war danach sehr deprimiert. Ich bin ihm auch dankbar dafür, dass du mich da ausgehalten hast in dieser Phase. Da denn ein Kommentar, Josh, da könntest du ja mal was dazu sagen. Da haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Was war das denn? Sorry. Dass Gronkh beim Neo-Magazin war und die jetzt gesagt haben, sie wollen das durchzocken. Mahlzeit. Guten Tag. Ja, das haben wir das schon mal so kurz am Rande erwähnt, ne? Genau. Josh, du vergisst mich. Oh, da ist ein Stoppschild. Ja. Oh, das ist. Da, weißt du, warum das böse ist? Weil das sehr weit reinragt. Du musst jetzt ein bisschen weiter. Genau, da ist zum Glück frei. Wenn er frei ist, warten bitte. Genau. Wenn der jetzt gleich abbiegt, ja, davor habe ich auch mal Angst. Bleib mal stehen. Wir müssen mal stehen bleiben. Der biegt nicht ab. Nee, da musst du jetzt echt lang warten. Ich habe dir mal eine Haltestellenbremse rein. Heißt, du könntest vor einer Bremse gehen. Von da kommt hoffentlich keiner. Das Problem ist, wenn die jetzt nach links dem Grün abbiegen wollen. Der will links abbiegen. Fuck. Du kannst nichts. Nee, nicht vorwärts, bitte. Doch. Stimmt. Nein, das wird nichts. Stopp, aus. Hätte ja klappt. Hättest rückwärts fahren müssen. Stimmt, das wäre auch eine Idee. Ja, das wollte ich. Stopp. Aber ich habe den Weißen nicht mal erwischt. Ach so, nicht. Nur den Zaun ein bisschen. Jetzt fahr mal in dem gleichen Winkel bitte rückwärts. In dem gleichen Winkel bitte rückwärts fahren. Warte. Wie du gekommen bist. Da ist aber der Weiße. Ja, dann müssen wir rechtzeitig halt Stopp machen, ne? So. Und jetzt? Kannst du vorwärts gucken, ob da keiner kommt? Nee, da kommt. Da kommt jemand. Ach, der Weiße blockt da. Ja, genau, der Weiße blockt. Der biegt auch ab, wenn er so langsam fährt. Hallo, weißes Auto, ich hab dich nicht gerammt. Das fährt nicht, das fährt erstmal nicht. Weil du auf seiner Spur stehst. Jetzt, genau, jetzt großer Bogen. Bisschen da vorne kommt links. Schon wieder jemand. Nee, ja gut. Ah, das hätte ich riskiert. Unter der Voraussetzung, dass der jetzt links abbiegt und der dann wirklich alles zerschießt. Weil wenn der auch links abbiegen will, dann kommst du hier gar nicht mehr weg. Oh, warte, sie muss gerade... Überlegen. Bitte blink einfach nicht. Blink einfach nicht. Angst. So, und dann fahren. Genau, bisschen nach links. Ich gucke dir in den Spiegel. Okay. Wir halten gleich an. Keine Angst. I'm sorry. Das wollte ich nicht. Wir halten gleich an. Ja, ich weiß, ich bin total schlecht gefahren. Das tut mir leid. Ich hätte gleich zurückfahren sollen. Sorry. Was macht das da vorne? Was macht was? Siehst du das? Das Anti-Aliasing, dass es so zittert. Ach so, ich dachte, da fliegt irgendwas durch die Gegend. Nee, das ist schlechtes Anti-Aliasing, du. Es ist... Ich habe das aber tatsächlich schon höher gestellt seit im Vergleich zu früher, aber... Oh Mann, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Passiert. Josh denkt sich gerade, deswegen bin ich gemein zu Luisa. Ich bin nicht gemein. War ich gemein zu dir? Nein, aber du denkst dir wahrscheinlich, ja, deswegen bin ich immer gemein zu Luisa, weil sie so krank Nein, ich wollte nur bestimmt sein, aber du hast mich auf mich gehört. Guten Tag. Moin. Da fliegt durch die Gegend. Was? Moin. Durch die Gegend. Danke. Okay. Moin. Tiet. Preisstufe 1, bitte. Ja. Mhm. Ja, wenn du mir die Kasse da richtig hinmachst, kann ich dir zumindest ihr Geld zurückgeben. Ja, aber das ist kompliziert. Oh, das wird jetzt eng. Ah, rechts ist er der. Ne? Aber das geht. Okay. Wunderbar schon da. Das haben wir ja geschafft, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Das haben wir geschafft. War das eine Rechtsverlinkskreuzung? Weiß ich gar nicht. Ich hab geguckt. Das ist ja gut, das doch. Sie fahren wie ein Irrer. Okay. Ich hab grad nichts gerannt. Ja, dessen bin ich mir jetzt aber auch nicht bewusst. Aber gut, so ist es, ne? Aber da. So, einmal bitte weiter vorn. Das war's aber witzig.
So, der kommt tatsächlich ganz gut aus Quark. Ja, obwohl er kein ZF hat. Vielleicht gerade deswegen. Dippede! Dippede, dippede, schnabbedippedippdipp, dadabdab. Schnuppdadabdab. Am Fillerkamp. Weil das sieht schon witzig aus, ne? Guten Tag. Sie fahren wie ein Trollololo. So, ich nehme aber das Geld an, Misch, ne? Ey, was wollen die alle Fahrkarten haben? Danke. So, Double C2XXL, das hab ich das nicht auch schon mal gemacht? Das habe ich doch mal in einem Stream gemacht, oder nicht? Bin ich jetzt mal in einem Stream gefahren? Bin ich, glaube ich. Bin mir aber ehrlich gesagt gerade nicht mehr so sicher, aber ich glaube, das mal ausprobiert zu haben. Und es hat echt ganz gut funktioniert. Ich finde Omsi-Ticketpacks voll diskriminierend. Es ja. Müsste heißen, sie fahren wie vor allem am Weltfrauentag, ja. Ihr wisst ja nicht mal, wenn ich ein Money bin, ein Der-Money in dem Spiel, dann kann man mich nicht wie eine Frau anreden, das ist klar. Natürlich fände ich es dann cool, wenn man da zufällig gerade eine Busfahrerin hat, dass sie einen auch als Frau anreden. Aber woher wissen die das denn? Das wäre halt witzig, dass die KI erkennt, was für ein Busfahrer gerade den Bus fährt. Wie wollen die das wissen? Ach so, als Person. Na, als Person in Omsi. Das kann man bestimmt skripten. Weil das fände ich witzig, wenn da nee, wirklich gerade nee, eine Frau das kann man tatsächlich skripten. Weil ich glaube, es gibt ja auch die Chantal als Busfahrerin, nee, oder? Man kann ja alle Personen kann man als Busfahrer setzen. Ja eben, also alle und dann fände ich es cool, Personen, wenn da eine Chantal zum Beispiel drin ist, dass dann die wie ein also eine man kann ihre fährt. Bestimmt, also man kann das da skriptmäßig, ist das hundertprozentig möglich. Nur Unterscheidung nach, Also das fände ich halt witzig. Also nicht nach Geschlecht, sondern die sind halt, die heißen dann halt einfach nur anders. Und von daher passt das dann schon. Ja. Die geräuschlos öffnende Tür. Moin. Und die mit Geräusch nichts tuende Tür. Moin. So. Ist mein Creep weg? Ja. Ja, der Creep ist weg. Siehst du, ach, der das stimmt, der ist vorhin ausgestiegen. Genau, das wollten wir haben. Der Creep ist ausgestiegen. Habe ich ein Video zum kostenlosen MPV gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe in letzter Zeit sehr wenige Videos gesehen. So, wo es sehr wichtig ist, ist immer die Straße, in die du reinfährst. Das ist mit das Wichtigste. Du machst gleich rum, sondern fährt mir einer von links rein. Nee, das ist dann aber nicht so ganz dein Problem, weil du hättest Vorfahrt gehabt. Lieber mal gebremst, ne? Ja. Kennt ihr den Zito? Ja, das war einer der ersten Citaro-ähnlichen Busse, die es so in Omsi gab. Und die ist man dann damals doch durchaus häufiger auch mal gefahren. Bin ich auch schon ein paar Mal Let's Play gefahren. Bisschen länger her, aber... Wenn er groß ist, wird er mal ein Citaro. Ach, süß. Ja. Sind wir den nicht mal in Pink gefahren auf... Bestimmt. Nein, weißt du noch, unsere erste Aufnahme, die wir zusammen gemacht haben, das war doch der pinke Bus. Ja, ich weiß, was du meinst. Der ich pinke, weiß. Kleine... Freifurt 2016, ja, genau, ich weiß der, es. Der Freifurt pinke Expressbus. Ach ja. So, dann fahre ich halt 30. Oh, das war jetzt ein Haltewunsch. Ja, genau, wenn das nicht beim Abfahren kommt. Aber ich... Oh ja, Tatsache. Hm? Ich wollte nur mal ganz kurz inspizieren. Okay, gut, ja. Was? I want to inspizate the Fahrzeit. Bin ich so viel zu spät? Nee, wann, also wie lange wir ungefähr noch fahren. Das war so mein, so. Wenn die Linie geht. Ja, das ist jetzt spät? Halt die längste Linie. Das ist im Rahmen. Das ist den Situationen angemessen. Und der Karte angemessen. Moin. Ja, und auf Innsbruck. Ja, aber das war ja... Genau, das war so der Moment, ab dem ich mir gesagt habe, schön und gut Herausforderung, aber was ich scheiße finde, ist, wenn es halt einfach... Du kannst machen, was du willst, du kannst noch so einen fahrischen Skill haben. Es klappt halt einfach nicht, weil es einfach... Es geht einfach nicht. Und das ist dann irgendwie langweilig und öde. Das mag ich dann wiederum nicht. Deswegen... Ja... Das war so der Moment, wo ich dann diesen Entschluss gefasst habe. Mach einfach nie wieder Sachen, die so, die einfach nie, die können einfach nicht funktionieren. Die machst du einfach nicht und dann ist gut, ne? Also am besten so Sachen, die schwierig sind, aber halt machbar und nicht solchen, nicht so ein Schwachsinn, ne? Also Innsbruck und Schnee, da kommst du, du kommst einfach nicht hoch, ne? Wenn das normale Omsi-Schnee ist, kommst du da einfach, es geht einfach nicht. Mit Moin. Kommt auch mal ein bisschen auf die Dings an, auf die Beschaffenheit, aber gut. Aber so ist es halt, ne? Ist das eigentlich neu mit den Texturen da? Mir ist das gar nicht mehr so aufgefallen, aber gut. Wie geht's uns? Du hast ein bisschen
angestrengt, glaube ich. Du, ja, ich bin gerade nur ein bisschen konzentriert. Okay. Und ich möchte meine Verspätung rausfahren. Echt? Ja, hallo? Ich meine, ich habe es gerade von 5 Minuten auf 3 Minuten geschafft. Dann bist du kein richtiger Manni, weil die versuchen das nicht. Das ist jetzt gemein. Guck mal, so eine super Chance. So, das ist jetzt ein bisschen wieder enger, da müssen wir wieder ein bisschen... Der liegt zum Glück ab, ne? So. Wunderbär schon. Jo. Und jetzt voll drauf. Er geht schon ab, gell? Das ist nicht schlecht. Also gegen die Motorisierung kann ich jetzt nicht... Wie gesagt, warte mal. Tatsache! Oha, oha. Wolltest du mal geguckt haben. Ich finde es immer süß, dass die Haltestellenbereiche so aussehen wie Haltestellen. Tatsache. Aber weiß der das? Gar nicht rein. Ja. Cool. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Mein Gott, dann setzt euch halt mal alle hin. Meine Güte, ihr wollt ja auch nicht zu spät ankommen. Eben. Hier. Also vor allem, dass sie sich nicht hinsetzen, das ist so ein... Ja, people. Das ist so ein Thing. Könnt ihr euch bei eurer Oma beschweren, Mensch? Ja, der wird nicht fahren, selbst wenn, das ist er schuld. Ich wollte das einfach mal präventiv machen. Bremer Straße, Loch an Loch hält doch, ja. So, aber hier ist es wieder besser geworden. Hier hast du nicht mehr so ganz so viele Schlaglöcher. Da kann man so ein bisschen durchtreten, ne? So, wo müssen wir denn da? Links. Ah, da rein, okay. Ich hab ja gerade da Einfahrt gesucht, hab ich. So, dann müssen wir einmal trotzdem gucken. Genau. Nicht, dass da jemand ist. So, sieht gut aus. Wunderbar schön. Okay, das geht wieder ein bisschen enger. Jetzt haben wir eine kurze Zeit wieder ein bisschen breiter gehabt und jetzt wird es wieder ein bisschen, aber so ist es. Ich weiß auch gar nicht, was das da ist. Ich verstehe das nicht, aber so ist es. Guten Tag. Ach, guck mal. Das ist unser... Moin. Unser Dings an Fahrgästen, ne? Aber die Doppeldingstür, die geht... Da können wir ganz gut Leute rein. Das ist nicht schlecht. Brumm. So, wie viel Fahrzeit haben wir denn noch? Ach, sind tatsächlich noch 20 Minuten, hätte ich es gar nicht gedacht. Also auch ohne Verspätung, Schnuffi. Die nuschelt so. Oder muss das so? Ich glaube, ja. Kennt ihr Haltestellen, wo Straßenbahnen mit auf der Straße halten und die Autos halten? Ja, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal. Ist nicht aus Real Life, aber das mag es geben. Das ist dann so rot, ne? Immer bei den Ampeln. Jo. Ist jetzt schnuckelig hier, du, ne? Ach, da will jemand aussteigen. Ah, sogar jemand. Und jemand einsteigen. Ja, wegen dem wäre ich jetzt durchgefahren. Nein. Macht man nicht. Lässt niemanden stehen. Das stimmt. Also nicht, dass mir das schon mal passiert ist. Passiv. Schippern regt sich echt auf. Jo. Der wusste gerade nicht, ob er zur ersten oder zur... Er redet aber schon ganz schön tief, du. Der wusste nicht, ob er jetzt zur ersten oder zur zweiten Tür laufen muss. Ja, es ist immer ein bisschen, wenn Rot. Beide Türen als Dings hier und so, ne, da drin sind. So, jetzt ist hier eine schwierige Kreuzung. Ja, jetzt bin ich eh schon drüber. Ja, eben. Jetzt brauchen wir nicht mehr nach rechts gucken. Hä, sorry, wenn ich schon drüber bin, ist gucken zu spät. Oh, Autos, ja, das hat aber gepasst. Also, ein bisschen einschätzen ja, kann das ich stimmt. Auch. Welche Landcity magst du lieber? Also, ehrlich gesagt... Wenn ich jetzt ab und an mal hier so mit dem auch im Let's Play so den öfters mal sehe, finde ich den Exit auch echt cool. Weil bisher bin ich immer sehr gerne den von V3D gefahren. Ja, da kommen wir jetzt auch nichts dafür. Also das ist so meine Einschätzung. Also das ist, ja. Also ich finde den anderen mit ZF ganz cool. Den A21. Deswegen. Aber der ist auch cool. Das sind beide schön. Ja, um sie überlegt, Mortin. Gerne. Sie sind ja schon mehr als erwachsen. Müsste einmal Rentner ja, ein wenig. Geben. Ja, eben. Einmal hier Rentner-Senioren-Extra-Ticket da. So, das wird jetzt wieder mit der the same Kantenproblem. So, jetzt gucken wir erstmal da. Das sieht gut aus. Dann gucken wir da. Sieht auch gut aus. Also, soweit man das sehen kann. Und dann einfach rum. Genau, weil das war nämlich sehr knapp, aber hat super gekloppt. Ich mag den von V3D, finde den Premium von der Sicht her angenehmer zu fahren. Ja, wir sind spät dran, oder? Wir sind spät dran. Also von dem, ich glaube, dann ist es, glaube ich, legitimiert. Ja, dann ist es legitimiert. Sonderansage.
wie war das? Mund halten auf den billigen Plätzen. Und da Busfahren billig ist? Wie gesagt. Nee, das ist nicht richtig. Fahrzeug fährt weiter als Linie 677 zur Haltestelle Blumenkamp. Echt? Fahren wir da weiter? Nein, ich hieß nur, dass ich mal das Sonderansage machen soll. Okay. Aber die Ansagen sind irgendwie interessant. Moin, Team. Moin, Team. Oh, war aber knapp. Ich hätte fast den Jungen da eingeklebt, der hat mich gar nicht gesehen. Aber das habe ich tatsächlich auch schon in der Realität mal beobachtet. Das Busfahrer... Ach, guck mal, wenn wir Glück haben. Drück mal auf Tube. Der steht in der Haltestelle, das weiß er schon. Blöd, Mann. Der Benzi, du. Wenn das Lenkrad vibriert, das Bild aber einfriert, ne? Ja, das ist der Klassiker. Das Lenkrad macht halt weiter und dann... Ach ja. So, easy. Von wo nach wo seid ihr mit der Tatra gefahren? Die Linie 10 von Schönau aus. Das haben wir gemacht. Das Aufzeichnen kommt sowieso heute Nacht oder morgen früh. Von daher, gucke mal, sogar grün. Ach, guck mal, die Kreuzung ist aber recht sozial gemacht. Ich glaube, das Kind hätte sogar das Recht gehabt, laufen zu dürfen. Ich hab... Da war nichts angezeigt. Normalerweise müsste da grün sein. Da war ja grün für Nein, da war für mich grün. Ja, exakt. Für das Kind nicht. Das hat bestimmt auch grün, ich weiß es nicht. Nein, hat es nicht. Ja, dann hat das wohl nicht Recht gehabt. Aber egal, im Real Life sagt man auch nicht, das Kind, das hat nicht grün gehabt, das darf nicht... Guck mal, weißt du was, wieder grün hat? Wer? Du in deiner Verspätungsanzeige. Ooh, yeah. Jetzt nur nicht, hier, da und so. Wie heißt das Wort? Ja, du bist ja mal ein Penner. Depp. Ich bin nicht scheiße gefahren. Frag mal den da. Frag ihn mal, ja? Frag ihn einfach. Ruf seine Nummer an. Realität... Versuchst du auch dann dem Kind auszuweichen, ne? Ist so. Ja, das ist korrekt. Fragst du auch nicht, das Kind hat nicht grün gehabt. Darf es laufen? Darf das laufen? Ja, darf und tut es dann vielleicht nicht, aber es ja, macht eben, es halt. Ja, das fragst du ja auch nicht. Du hilfst dem Kind ja auch, beziehungsweise guckst es gar nicht erst dazu. Jo, hier ist auch wieder ein bisschen Eue, aber sie sieht wieder sehr eng aus, du. Ah, vor allem rechts das Schild. Ja, das Schild. Warte. Rückwärtsgang? Mit der Bremse? Ja, hab ich. Jetzt. Nur ein bisschen, weil da hast du hinter dir jemand. So, jetzt lenke ich gleich noch ein bisschen ein. Bremse. Jetzt. Ja. Passt. So, ja, ich hab nochmal kurz geguckt, ob da nicht dann doch und so, ne? So, egal welche Spur, du musst geradeaus. Darfst du dir eine aussuchen? Such dir doch beide aus, oder? Ich stell mich jetzt ganz weit. Ah! Clemens Dietrich, Dankeschön, macht Dankeschön. So weit, ihr seid, ich kann nicht mal vorlesen. Macht weiter so, wie ihr seid super. Dankeschön, Dankeschön, ihr seid auch super. Und du hast extra so viel im Superchat verbrannt. Ich sehe voll komisch aus gerade, ich brauche meine Kopfhörer wieder. Nein, ich war tatsächlich nicht beim Friseur, aber Dankeschön. Dankeschön. Es ist rot, es ist grün. So einmal geradeaus durch. Durch den Busbahnhof. So, da vorne müsste wahrscheinlich irgendwo der Haltestelle sein. Ach, du bist weit rechts. Schon da? Nee, das ist noch ein bisschen. Okay. Es ist noch eine Momente. Das ist nur so eine Zwischenendhaltestelle. So, einen schönen guten Tag. Matei. So, mal, warte mal weiter, bitte. Stimmbruch hier. Ja. Ich glaube, das war jetzt, dass Josh die Tür zuvor zugemacht, piepen, aber hey. Ich meine, wir haben es eilig, ne? Da kann man es auch nichts, da kann man es auch nichts dran ändern. Jo. Dann einmal darüber und hinter der dem Bus her dackelt. Der Bü hat keine Bü-Geräusche gemacht. Komm mal, du musst links, also kannst du mal für die linke Spur. Jo. Oh. Ja, das ist aber echt, ja, das ist immer noch grün. Das ist noch kirschgrün. Guck mal, das ist sogar angefordert und der Arsch hat dir vor dem Popo weg, hat er dir die Ampel rot gemacht. Ist mir egal. Also, sind Sie spät dran oder wieso fahren Sie so scheiße? Ja, ich bin ich wieder glaub, spät dran. Das hat er erfasst, ja. Ich
muss jetzt wieder ein bisschen raus. Das hat er sehr gut erfasst. So, da ist jetzt, genau, Schnellstraße. Wäre am besten von der Spur weg. Ja. Und einmal drauf, kurz drauf, 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 drauf. Hier ist auch gerade. Da ist nicht viel. Ja, das liegt echt an den Kopfhörern. Ich sehe echt woanders aus. Das liegt an den Kopfhörern. Ich schieb's einfach mal da drauf. Ist ja bei Gronkh auch so. Gronkh sah gestern im Neo-Magazin auch. Oh ja, ohne Brille, ohne Kopfhörer. Oh ja, das sah echt anders aus. So, Achtung, da könnte irgendeine Haltestelle sein. Könnte. Ich weise nur. Ich weise sie nur auf eine. Auf die Möglichkeit. Aber der Fahrplan dafür, dass du jetzt echt so schnell gefahren bist, ist aber ganz schön. Also, und so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Naja, die Episode mit dem Kollegen da vorne an der Kreuzung hat uns halt echt. Wechselt man die Spur, ohne zu blinken, Frau Luisa? Oh. Ja. Jetzt gibt's aber Rügen. Sorry, du. Sorry, Herr James. Aber eigentlich darf das nur der Julian mich Frau Luisa nennen. Ne? Guck mal, der Creep ist nicht mehr da. Es steht nur noch eine Oma mit dem Rücken zu dir. Ja. Will mich nicht ansehen. Dun, 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 dun. Gong. Also der Bus scheppert dreimal so laut, wie die Ansagen laut sind. Aber so ist es leben, doch. Nö, das fand ich jetzt nicht schlimm. Och, komm schon, so ein bisschen Magen durchspülen und Darm durchspülen, das passt doch, weißt du? Ich vertrete den Attack heute. Ach, der Arme. Da kann er ja morgen, ist er gar nicht konzentriert. Also die sind ja sehr empfindlich, du. So, gleich mal weiter hier. Ich bin so Express-Tür, wie war ne? das? Heutzutage wollen alle schlank sein und Detox und was weiß ich. Das ist pures Detox, was ich da gerade mit denen mache. Oi, das wird jetzt aber sehr knapp. Rechts und links. Das wird rechts. Halt sie sofort an, ich steige aus. Ja, das bei ihrem beschissenen Fast wäre aber auch, weiß ich nicht, das war aber auch irgendwie... Aber jetzt hat's geklappt, weißt du, ja. Mit dem Kackbus nicht. Nein, der Bus war wahrscheinlich... Der Bus war das Problem. Ja. Es tut mir leid. Der Bus muss weg. Es tut mir leid. Ganze Bus muss weg. James, der Fahrlehrer, ist ebenfalls anwesend. Ja, ist korrekt. Der blinkt nicht. Ah. Ist aber... Hab ich schon mal erwähnt, dass es echt eng ist hier. Ja, dafür bin ich doch eigentlich ganz gut. Ja, das ist korrekt. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen... Können sich bisschen ja nicht mal beschweren. Genau. Guck mal, ihr könnt sich nicht mal beschweren. Ich bin sogar jetzt pünktlich. Also pünktlich. Also Fahren. Grün. Und grün ist ja schon mal die Sache, ne? So. Wenn ich pünktlich bin, dann kann ich auch ein bisschen langsamer fahren, ja? Moin, moin. Hör mal, der Masse an Fahrgästen. Glaube ich schwierig. Moin, Tiet. Hallo. Hallo. Moin, Tiet. Mahlzeit. Mahlzeit. Kind malt eine Uhr. Ist, glaube ich, eine sinnvolle Umschreibung dessen, oder nicht? Ja. Ich glaube schon. Wie möchte ich gern genannt werden? Josh. Luisas Detox-Verkehrsbetriebe. Genau. Ja. Die DV... Luisas Detox. Ja. LDV, nicht DLV. Der Luisa Verkehrsbetrieb, ja. Schwör. Boah, ah. Der Taxi war aber sehr weit drüben, du. Und DSL ist dann dem sein Luisa. Ja. Und zwar ist das dem sein Luisa da. Dem, der da sitzt, ja. Schwör. Das kommt jetzt aber echt lang vor, du. Das haben wir immer noch 8 Minuten. Kennt ihr die Momente, in denen das so anstrengend wird? Nein, kennt ihr nicht, weil ihr das nicht kennt. Ist egal. Du bist es halt. Fahr, du Ochse! Das meine ich, sieht doch komisch aus, als ich jetzt wollte. Entschuldigung. Ja, YouTube macht da tatsächlich manchmal so ein bisschen seltsame Dinger draus. Auch Doppelpunkt, Klammer zu, sieht auch irgendwie interessant. Josh, Luisa, Verkehrsbetriebe, genau. Aber die haben doch einmal alle 3 Buchstaben und nicht 4. Mahlzeit. Mahlzeit. Moin. Was ist das, wenn James DSL hat? Darf er das auch? Aber es gibt doch HDSL als Flat. Danke. Ich habe ihm mal seine Fahrkarte gegeben. Super. So, brumm.
Bahnhof Aumann. Das ist schon mal ein anderer Bahnhof. Heißt, wir können jetzt eigentlich alle hier rausschmeißen. Und die sollen dann mit dem Zug zur Endhaltestelle fahren. Weil es auch ein Bahnhof ist. War jetzt ein Witz. Haha. Tja. Wenn ich schon alt bin, würde ich schon gerne an mein Ziel ankommen, junger Mann. Da war rot. Tocker, tocker. Ja, korrekt. Aber vielleicht, es gibt ja die Möglichkeit, diese extra Ampel. So, jetzt kannst du wieder von dem... Also, sie kann runtergehen von der Pedal. Sei froh, dass ich vom Gas gegangen bin, du Opa, so. Du. Grün. Stimmt, es gibt genügend mit vier Buchstaben. Stimmt, ja, okay. Ja, überstimmt. Das müsstest du spätestens einlenken. Genau. Ah, das passt. Ich kann ja sogar exakt, so exakt. Gleich da rein. So, Bahnhof. Kannst ja gleich aussteigen, du Horny, du. Vergesst bitte immer drei Buchstaben. Du fährst gerade mit der BSAG. Ja, sorry. Ey, von wegen nicht anständig fahren. Ich habe ganz regelkonform gehalten. Moin. War ich so furchtbar gerade, oder was? Moin. Ich hab doch gar nicht, ich bin ganz normal Bus gefahren, ich hab ganz normal geparkt. Geparkt, ja? Im Park? Ja, nee, in der Haltestelle. Ich parke auch in der Haltestelle, ja. Jo, ach, immer noch 3 Minuten, aber das war jetzt, finde ich, unverständlich. Nee, schon wieder 3 Minuten, zwischendurch waren es mal 2. Ah, jetzt sind es wieder 2. Ja, gut, aber bis du da wieder stehst, da bis da grün ist. Da kann mir der Moment schon gehen. So das Alibi anfordern da oben. Dass ich vielleicht mal irgendeinen Ampelschaltungstyp da erwarmt auf grün zu schalten, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Jetzt tuckert er da erstmal vor dir her. Wobei, der zieht ganz gut weg. Da kommt er gut aus dem Quark. Quark? Quark macht stark. Ja. Echt, ist es richtig? Stimmt. Zieht gerade voll weg. Warum schreiben die alle, die haben 4 Buchstaben? MVG, MVV hat bei mir 3 Buchstaben. Hä? Ich verstehe es nicht. Kann sein, dass ich es nicht verstehe. Geht aber. Alles gut. Alles gut. So, da wird es nochmal sehr knapp. Aber der Held heißt, ein bisschen weiter links, das ist sonst das Auto. Genau, das passt. Ah, wunderbar. Alter, ist das so eng ist, habe ich echt gar nicht mehr also in Erinnerung. Dafür, dass es so eng ist, bin ich voll gut. Das ist richtig. Will ich hier aber mal gesagt haben. Was? Das ist sehr weit rechts gerade. Ja, ich muss doch da halten. Ja. Okay. Die ja, laufen okay. Jetzt. Die laufen. So, was habe ich denn mal... Ja, das habe ich tatsächlich bekommen. Mal ganz ehrlich, die Fahrgäste schreien Luise die ganze Zeit mit junger Mann und so an. Sollen die sich nicht mal beschweren? Die können froh sein, dass sie noch im Bus sein dürfen. Ja, das ist richtig. Interessanterweise bekomme ich... Ja, soll ich die noch mit... Komm, lass rein. Ja, die soll sich einfach reinquetschen früher. Interessanterweise gab es bei mir da selbst vor dem Update, was für die Stadtbusfamilie kam, einen Fehler. So, jetzt einmal hier drüber heizen. Heizen, heizen, heizen. Was es mir leider unmöglich gemacht hat, dies zu benutzen. Ach, können das mal gleich da, Schnuffi. Gustav Heinemann Bürgerhaus, es ist gar nicht mehr so weit. Guck mal, das ist immer noch den Fehler da im Display. Das sieht man eben nicht. Die Stelle, wo drin backt. Ja, nee, das ist eher das andere, wo drin backt, dieses Zweistrich-Dings. Das ist nämlich die offene Tür. Aber so ist es, ne? Achso, ich kann gerade nicht. So. Ja, sieht doch gut aus. Da könnte es nochmal vielleicht ein bisschen voll werden, aber... Was habe ich ja für eine Frisur? Ey, ich habe doch heute gar nicht so eine andere Frisur, oder? Ich brauche meine Kopfhörer wieder, das fällt dann gar nicht so auf. Genau, das ist nur das Pausenzeichen, genau. So ist es. So. Okay, ist sowieso ein Thema, es könnte mal ein bisschen voll werden. Oh. Es könnte gleich grün werden, wenn da vorne schon das A steht. Das ist gut. Hallo. Hallo. Moin. Danke. Einmal erwachsen, Preisstufe 1. Danke.
grün. Sorry, ich hab's verplant, dir früher die Türen zu schließen. Achtung wegen der Auto, aber geht gut. Sehr schön. Das heißt, du zeigst es nicht. Ja, ich hab's tatsächlich versucht. Ich wollte aufnehmen und dann, das war die Folge, wo ich dann hier auf den hier auf den Line City mit der anderen Matrix ausgewichen bin. Ich kann es nochmal probieren. Aber wirklich, ich probiere es halt, wie gesagt, nochmal. Das ist so mein Next Step. So, das ist... Ach, guck mal. Geht ja ganz gut mit der Ampel. So, gerade. So, und das dürftest du auch gleich wieder in einem... Auch wenn ich schon alt bin, würde ich schon gerne an mein Ziel ankommen, junger Mann. Das könnte... War das junger Mann. Carsten? Nein, das war nicht Carsten. Parkt er da? Mit Stimmverzerrer? Das war nicht Carsten. Ich glaube, Carsten hat nicht mitgesprochen. Nicht, dass ich wüsste. Er hat sich gerade voll nach Carsten, wenn er seine Stimme verstellt. Ach genau, hier ist er wieder Bus-only. Du darfst geradeaus. Gut. Also, was trotzdem heißt, dass Busse kommen können. Ich wollte gerade sagen, ja, dann ist ja gar kein Problem, aber Busse können ja trotzdem noch da sein. Alter. Halt ein bisschen weiter vorne. Also tatsächlich da, wo die Leute vorne stehen. Weiter, stopp. Weil dann steigen die auch hinten ein. Damit wir so ein bisschen, guck mal. Ja, guck mal, dann steigen die nämlich auch hinten ein. Dann haben wir so ein bisschen, so eine kleine Verteilung zumindest da drin. Es ist kalt, es ist eigentlich die Autoheizung an. Und die wird auch nochmal. Nimmst du auch mal drei Haltestellen zum Mitnehmen? Ja, na klar. Oh, bleib mal kurz, genau. Ich glaube, das ist die beste Idee. Wie Sie sehen, ist ein Gelenkbus für diese Linie, die uns entgegenkam, sehr sinnvoll. Aber gut, so wie es aussieht, sind das ja so gekoppelte Dinge. So, du bist da. Also dann. Cool, das ist ja cool. Doch, das war Carsten. Echt? Sagt der James. Cool. Aber er hat so ein Doppelpunkt-D-Smiley dahinter gemacht. Das heißt, es kann auch sein, dass er mich gerade wieder verarscht. Da krieg ich das. Oh, bin ich doof. Ihr habt das schon ein paar Mal im Video erwähnt. Sag mal. Boah. Also normalerweise. Natürlich. Das ist krass, wenn er die Stimme tiefer macht. Nee, ich habe das auch schon ein paar Mal im Video erwähnt. Aber ich verwechsel ja auch Julian mit Mozart, von dem her. Ich habe das schon ein paar Mal im Video. Sag mal, bin ich eigentlich komplett blöd? Also irgendwann ist so mein Kopf. Weiß ich nicht. Der Vorteil ist, wenn ich nur die Kopfhörer anhab, brauche ich gar keine. Nein, das war echt krass. Siehst du, ja, ich war, ja, in dem Moment wurde es mir auch klar. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich habe das schon mehrmals in meinen Videos erzählt, dann hätte ich das auch geglaubt. Vorher glaube ich das nicht. Nein, Quatsch. Oh, ich stehe ein bisschen ungünstig. Jetzt besser. Es ist recht warm. So. Ach so, weil da Autos kommen. Ein wenig. Du hast wieder voll die Assi-Ampelphase erwischt. Oh, gut, geht aber. Ist doch grün. So, da vorne bist du denn da. Supi. Weißt, und jetzt genau schaltet ihr wieder auf 3 Minuten. Das ist echt gemein. Ich könnte ja jetzt Eskalation machen, einmal Vollgas geben, durch alle Häuser durchfahren, dann bin ich wieder pünktlich, aber. Aber wir sind ja lieb und seriös. So, Dele, wir sind da, ne? Verspätung ist halt Verspätung. Carsten ist aktuell sehr zeitlos. Ich würde sagen... Jetzt zieht er sich aus, Kinder wegschauen. Ey, der hat doch immer noch ein T-Shirt an. Ja, das hat er tatsächlich. Ich würde sagen, bis zum nächsten Teil von Stream. Ich gleich, ist nicht mehr so lang. Und danach auch nicht mehr so lang. Er weiß gar nicht, wie viel Uhr ist. Es ist jetzt 21:30. Also 21.35 Uhr. Ja eben, weil das, also 5 Minuten. Es ist jetzt. Also 5 Minuten sind tatsächlich recht relevant. Boah, ich bin voll der Bubi. Warum bin ich so ein Bubi? Deswegen haben die mich junger Mann genannt, weil ich so ein Bubi bin. Ja, schätze deine Haare wie immer. Okay, man sieht mich aber nicht mehr. Bis gleich. Bis gleich.